Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, in der letzten Folge haben wir den Digital Miner das erste Mal in Betrieb genommen und haben gemerkt, der hat's richtig in sich. Und wir machen jetzt das gleiche, was wir die letzte Folge auch schon mal gemacht haben, nämlich schmeißen wir dieses das Netherquarz und Redstone rein und kriegen dadurch ein paar Fluix-Kristalle, die wir brauchen. So. Ich würde mir jetzt ganz gerne nämlich den Charger machen. Charger. Diesen hier. Und zwar brauchen wir da ein bisschen Eisen und die Flux Crystals. Genau. So. Den können wir dann auf jeden Fall hier hinstellen, habe ich mir gedacht. So. Aber dazu machen wir den jetzt erst einmal. Wir sollten eigentlich... Oh nein, nicht genug Eisen im Inventar. Es sollte auf jeden Fall genug da sein. Eisen, ja, ist auf jeden Fall genug da oder bis jetzt genug da. Dann können wir hier auf, können wir hier nochmal, ich dachte ich habe Potatoes. Ah, habe ich falsch gedacht. Okay, aber wir müssen uns auf jeden Fall mal Brot craften. Denn wir leiden schon wieder an Hunger und das nervt ein bisschen. So. Wir brauchen den Charger. Einen Charger. Einer sollte reichen. Auf jeden Fall. Gut, denn damit können wir jetzt... Pass auf. Wir stellen den da her. Oh, kriegt keine Energie. Braucht er keine Energie? Kriegt er nur von unten Energie oder... Dann tauschen wir die zweimal mal kurz. Einmal, zweimal. Dann stellen wir das daher und stellen den drüber. Ja, genau, von unten kriegt er Energie. So, denn der kann jetzt etwas ganz Besonderes. Denn wir nehmen uns jetzt einfach den normalen Zertusquarz, ganz normalen Zertusquarz, könnt ihr ja sehen, und legen den da rein. Und der wird dann zu Charged Zertusquarz. So, dass ich es rausbringe. Jawohl. Da ist es schon gecharged und wir können den nächsten reinlegen. Der ist jetzt ein Charged Zertusquarz, wie ihr sehen könnt. Jawohl, und den brauchen wir nämlich. So, hier haben wir noch einen Dust. Dann haben wir 6 Flux Dust. Auf jeden Fall. Dann können wir ein bisschen Sand nehmen. Haben wir ja noch ein bisschen was, Gott sei Dank. So, und craften uns unsere Seeds. Also 6 Flux Seeds sollten... dabei rausschauen. Genau. So, jetzt können wir das in Wasser schmeißen. Dafür legen wir uns hier mal so ein kleines Becken an. Das würde ich nämlich ganz gerne extra tun. Ja, nehmen wir das. Haben wir noch Slabs? Irgendwo. Also Sand Slabs, Limestone Slabs. Ja, den können wir zu Slabs verarbeiten. Dann machen wir aus dem nochmal schnell Slabs. Zack. Aus dem hätte ich gern Slabs gemacht. Genau, das können wir hier drauf packen. Haben wir auch ein paar Slabs. Die können wir jetzt hier in die Ecke packen. 1, 2, 3. Und da setzen wir jetzt Wasser rein mit einem Eimer, den wir gerade nicht haben. Deswegen craften wir uns schnell einen. 1, 2, 3. Tada, ein Eimer. Und damit holen wir uns jetzt ein bisschen Wasser. Dieses Wasser setzen wir jetzt hier rein. Holen uns unseren Charge-Zertus-Quarz. Ah nein, nicht. Jetzt. Nein. Ja, doch. So. Und da hauen wir jetzt die Seeds rein, soweit ich das verstanden habe. Lasst mich nochmal kurz nachschauen. ME-Controller. Genau, da brauchen wir diese hier und einen Engineering-Prozessor. Ja, den machen wir dann gleich. Diese mal. Und dazu schmeißen wir das einfach. Drop Fluid Seed made from Fluid Dust and Sand into a puddle of water to make the process faster. Bla bla bla. Gut. Diese Samen, diese 12 Samen, schmeißen wir da jetzt einfach an.
und warten. Einen Moment, nochmal das Ganze. Einfach so, zack, und weg davon. Da drin schwimmen sie jetzt vor sich hin und warten. Und wir müssen darauf warten, bis sie gewachsen sind. Gut, da sollte schon das Geiß und durchgeschmolzen sein. Passt, perfekt. Jetzt brauchen wir den Inscriber. Inscriber, jawohl. Jetzt brauchen wir ein Fluix, Eisen und Sticky Pistons. Haben wir einen Slimeball? Oh, haben wir Slime? Das könnte jetzt zum Problem werden. Haben wir es? Bitte lass irgendwo Slime haben. Bitte, 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 bitte. Schaut jetzt eher schlecht aus. Kann ich den irgendwie machen? Kann ich den irgendwie craften, den Slimeball? Slime Essence. Okay, Slime Chunk, Nein. Slimeball. Ach, genau. Bit of Heat brauchen wir ja da. Das war ja das. Bit of Heat, da kriegen wir Lava aus einem Lava-Bucket, okay. Dann holen wir uns schnell Lava. Da haben wir ja eh direkt vor der Haustür hier irgendwo. Genau da hinten. Kriegen wir Lava her. Die holen wir uns schnell. Kriegen wir ein Bit of Heat und diese Horst-Dinger haben wir ja auch, so, auch schon. Da kriegen wir richtig viel Schleim raus auf jeden Fall. Ja, so richtig schön viel Schleim. So. Zack. So. Die Lava gegained. Zack. Und wir gehen wieder zurück. Finde ich cool, dass man das, den Slime so craften kann. Weil sonst müssten wir jetzt wieder auf Slime-Suche gehen und das wäre halt irgendwie ein bisschen nervig und ja. Gut. Oh, shit. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte eigentlich abernten. Tja. Missklick. So, da können wir wieder nachlegen. Und ihr seht schon, jetzt haben wir ziemlich viel Charged Certus Quartz. Also wir können die ganzen noch zu einem Charged Certus Quartz umwandeln. So, als nächstes. Oh, wir haben hier noch Ferium Essence. Das heißt, wir könnten uns die Tier 3 eigentlich schon machen. Egal. Das machen wir später. Jetzt kommt mal dran. Was wollte ich gerade machen? Genau. Slime wollte ich mir craften. Nämlich nehmen wir das hier und nehmen dieses Bit of Heat raus. Und hier haben wir noch dieses Holzzeug. Genau, zwei sogar davon. Und dann können wir uns mal 24 Slimes craften, glaube ich. So, oh, ein Eimer Wasser brauchen wir auch noch. Können wir schnell holen. Nehmen wir hier raus, jawohl. Und jetzt können wir uns das auch schon machen. Jawohl, 12 Schleimbälle. Und wir können uns nochmal 12 machen, wenn wir schnell Wasser geholt haben. Zack. Und dann können wir nochmal das Ganze machen. Bit of Heat und 12 Schleimbälle. Jawohl. Gut, dann machen wir uns mal schnell einen Sticky Piston. Oh, wir brauchen Cobblestone und Holz. Habe ich Holz noch irgendwo? Habe ich fix noch irgendwo? Habe ich das hingelegt? Holz, Holz. Hallo? Ich brauche ein bisschen Holz, bitte. Bitte. Hallo. Okay. Ich brauche Holz. Wo habe ich das Holz hingelegt? Habe ich wirklich kein Holz mehr? Ich habe vorher so viel genommen. Habe ich das da reingelegt? Okay. Gut, ja, dann holen wir uns nochmal schnell was. Nochmal schnell ein bisschen Holz. Ups. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal.
fünfmal. Oh, okay. Da hat es mir vieles jetzt geschluckt, aber ist nicht so schlimm, halb so wild. So, wo ist eigentlich mit Cobblestone hin? Als ob ich jetzt gar kein Kabel. Also, den habe ich wieder zurückgelegt, ich weiß schon. Kann mich dran erinnern. Alles gut. Gut. So. Dann machen wir uns mal die Pistons. Die Pisten mal. 1, 2. So, werfen wir kurz raus. Und da können wir jetzt auch 2 machen. Jawohl. Dann können wir den schon machen. Haben wir einen Inscriber. Jawohl, den setzen wir. Der braucht auch Energie, glaube ich. Dann setzen wir den mal. Wo setzen wir den hin am besten? Da können wir ihn hinsetzen. Ja, weil das auch blöd ist. Ne, dann setzen wir ihn lieber runter. Führen das Kabel hier unten rein. So. Zack. Und dann setzen wir hier noch ein Käbelchen. Das sollte ja noch da sein. Oder? Ja, sollten wir noch haben. Genau, 5 Kabel haben wir noch. Okay. Jawohl. Kriegt er jetzt Energie? Ja, passt. Sehr gut. Der Inscriber hat auch Energie und was wir mit dem machen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn dem so ist, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Lasst gerne ein Abo da und in diesem Sinne macht's gut. Bis dann und ciao.